Hallo ihr Lieben, ich bin die Kathleen Gavlich. Ich bin unter anderem die Stimme von Sandy, dem Eichhörnchen aus SpongeBob, von Rose aus Two and a Half Men, von Linda aus Lucifer, von Effie Trinket aus Die Tribute von Panem und. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und viel Spaß mit dem nächsten Türchen. Tschüss! Hallo, ich bin Kathleen, Kathleen Gavlich. Ich bin unter anderem die Stimme von Elizabeth Banks. Man könnte sie kennen aus Tribute von Panem, die Effie Trinket. Ich bin die Rose aus Two and a Half Men. Das ist die Schauspielerin Melanie Lynskey. Die Ruth aus Person of Interest, Amy Acker. Und die Sandy, das Eichhörnchen aus SpongeBob. Hast du sehr wohl Joseph hat sie entdeckt. Hast du sehr wohl... Joseph hat sie entdeckt. Damit hatte sie automatisch mehr Aussicht auf Erfolg als meine Kandidatin. Wie bist du zum Synchron gekommen? Der Thüringer in mir würde sagen, nur mit der Bahn. Aber ich glaube, deine Frage zielt auf was anderes ab. Ich habe im Deutschen Theater eine Rolle gespielt in Fette Männer im Rock, so hieß das Stück. Und das war eine Blondine. Und das Besondere an dieser Blondine war, dass sie sehr, sehr, sehr blond war. Und ich habe sie tatsächlich mit dieser Stimme gespielt. Und da saß tatsächlich jemand vom Synchron drin. Und da war es um mich geschehen. Kannst du dich an deine erste Synchronrolle erinnern? Ja, meine erste Rolle, glaube ich, war ein Zeichentrickhühnchen. Und das Schöne war, damals wurde man ja noch mit Kollegen zusammen im Studio aufgenommen. Und wir waren drei Hühner und die anderen zwei Hühner waren Kerstin Sander Dornseif und Regina Lemnitz. Und das war natürlich der Knaller. Ja, also mit diesen Granaten vor dem Mikro zu stehen, das besser konnte es nicht kommen. Ja. Hast du da viel von denen gelernt? Ja, eine Menge. Also nicht nur, dass sie mir eine wahnsinnige Sicherheit gegeben haben, indem sie mir signalisiert haben, dass da ein großes Talent ist und dass das totale Freude macht, mit mir wohl zu arbeiten. Klar, also die zu beobachten, wie sie rangehen, ne? Da muss man schon selten dämlich sein, wenn man da nicht irgendetwas von abbekommt. Wie wurdest du die Stimme von Eichhörnchen Sandy aus SpongeBob? Ja, ich vermute mal über ein Casting. Ich kann mich nicht erinnern. Also ich bin ja auch, ich gehe da manchmal hin und weiß ja gar nicht, was da hinten für ein Rattenschwanz dranhängt. Ich weiß nicht, dass das über Jahre gehen wird. Das ist ja manchmal nicht absehbar, ne? Ich vermute, ich wurde gecastet und... Hab das dann gekriegt, warum auch immer. Wie schaffst du es, deine Stimme so zu verstellen? Naja, ich habe das sicherlich das ein oder anderen schon mal in einem Interview gesagt, aber ich habe einen jüngeren Bruder und als der eben geboren wurde und dann in Babysprache zu Hause sich artikuliert hat, meinte ich, mit ihm reden zu müssen und habe mich also auf seine Stufe begeben. Immer wenn ich alleine bin, und das bin ich in letzter Zeit ziemlich oft, spreche ich mit meinem riesigen Plüschbären Mr. Puschels. Er ist seit vielen Jahren ein guter Freund von mir. Am liebsten frühstücken wir zusammen und hören dabei Chopin. Mr. Puschels trinkt seinen Kaffee immer mit 3 Stück Süßstoff. Kein Zucker, Süßstoff. Das ist ihm sehr wichtig. Gestern hat Mr. Puschels das erste Mal von meiner kleinen Psychose erzählt. Ich hasse es, wenn Menschen auf die Spalten zwischen den Gehwegplatten treten. Ey, dann raste ich richtig aus. Das entspricht nicht meinem Verständnis von Ordnung. Mr. Puschel meinte das deswegen übrigens, dass ich nicht mal ganz knusper wäre. Blöder Bär. Dabei ist er es doch, der keinen Zucker in seinem Kaffee will. Nur Süßstoff. Bla, bla, bla. Aber wissen Sie was? Seit 4 Tagen mache ich ihm Zucker in den Kaffee und er hat es noch nicht bemerkt. Und mir wurde eher von anderen von außen immer wieder beschrieben, dass das so besonders ist, dass das so merkwürdig klingt, als hätte ich da was hinten drin. Und dann, ich glaube, ich habe meine Kommilitonen während des Studiums damit auch sehr genervt. Aber ich kann nur sagen, heute verdiene ich mein Geld damit. Was macht dir mehr Freude? Theater, Film, Hörbuch oder Synchron? Ich sag mal, die Mischung ist schon genial. Ja, also ich tanze gern auf allen Hochzeiten. Natürlich, wenn du
Wenn du diese Möglichkeiten nicht hast, dann gibst du dich mit dem zufrieden, was du hast. Aber ich liebe Synchron, weil ich danach eben auch wieder zum Theater gehen kann. Ich liebe Theater, weil ich dann auch wieder Hörbücher lesen kann. Ja, die Mischung macht es. Aber die Basis für alles ist tatsächlich Theater. Insofern würde ich auch jedem raten, eine Schauspielschule zu besuchen, weil man da eben wirklich das Handwerk lernt. Man begreift, wie der Körper funktioniert, wo man Emotionen produziert, wie man das macht. Weil ich meine, wie viele verschiedene Arten gibt es, einen Satz zu sagen, ne? Und man lernt eben dann doch innerhalb der Branche eine Sprache zu sprechen. Also wenn der Regisseur hinten von mir verlangt, geh mal auf Punkt, dann weiß ich eben, was damit gemeint ist, ohne dass ich trotzdem die Emotionalität der Figur, die ich da vor mir habe, verliere. Leidest du mit deinen Rollen mit? Ja, ich selbstverständlich. Aber es ist ein großer Unterschied, ich muss dann nicht nachbeben. Also ich gehe da nicht raus und bin die, die ich gerade gespielt habe. Nein, das ist schon sehr, sehr technisch, ne? Hallo Mikro. Nee, das ist dann auch gut. Also so wie ich eben komme und nicht schon in der Emotionalität bin, sondern ich sehe, was die Figur, die Schauspielerin mir vorgibt und versuche so nah wie möglich daran zu kommen. Und wenn das etwas ist, was mir das Herz zerreißt, ja hallo, dann muss ich doch auch hinkriegen, dass anschließend der Zuschauer bzw. Zuhörer in meiner deutschen Variante, dass es dem auch das Herz zerreißt. Da muss ich hin. Das ist mein Interesse, ja. Wann ist eine Synchronrolle für dich besonders interessant? Wenn sie mich herausfordert, wenn sie nicht absehbar ist, wenn sie mich überrascht und wenn sie so glaubwürdig ist, dass ich vergesse, dass ich einen Film gucke. Und wenn ich ja alles in mir finden muss, um an diese Emotionalität ranzukommen. Also ich wurde tatsächlich mal geholt. Da war die Originalschauspielerin eine Schauspielerin mit Trisomie, also mit dem Down-Syndrom. Und ich meine, das kann ganz schnell komplett Banane und bescheuert werden. Ganz peinlich. Und mir ist es wirklich gelungen, dass den Leuten dann die Spucke im Hals stecken geblieben ist und dass sie gesagt haben, boah, alter Schwede, und wenn das passiert, ey, dann, yeah, dann geht man mit breiter Brust aus dem Studio und denkt, man ist die Größte. Wie siehst du die Tatsache, dass heute nur noch alleine im Studio aufgenommen wird? Ja, das Zusammenaufnehmen, das war natürlich wunderbar, dieses Spiel miteinander, ne? Wie man das ja in anderen Sparten, also am Theater und im Film und so weiter, ja, kennt. Nichtsdestotrotz, ich verstehe diese Entwicklung. Ich verstehe, dass im Zeitalter von Pro Tools das viel leichter ist, die Kollegen getrennt aufzunehmen, um sie dann im Computer bearbeiten zu können oder wie auch immer. Und es ist natürlich zum einen einfacher, wenn man am Mikrofon dann auch mal einen Fehler macht, dass man nicht dann gerade den schönsten Take des Partners versaut hat, sondern dass man dann nur für sich selbst verantwortlich ist und dann macht man den eben nochmal. Abgesehen davon ist natürlich das Pensum, was man schaffen muss am Tag, um ein Vielfaches gestiegen. Im Schnitt hat man früher 80 bis 100 Takes am Tag aufgenommen. Heute nimmt man in einer Schicht zwischen 200 und 300 auf. Und dann kann es sein, dass man auch noch in die Abendschicht muss, weil plötzlich all das Material auf einmal kommt. Und da hilft es schon, dass man sozusagen sich nicht immer, wenn man nicht dran ist, wieder hinsetzt, wieder auf Null fällt, wieder sich aufrichtet, sich wieder hinstellt, pumpen muss, sondern dass man das durchzieht. Das bedeutet aber, dass man wahnsinnig diszipliniert sein muss. Nicht umsonst vergleiche ich diesen Job auch ganz oft mit Hochleistungssport. Ja, dass man muss wahnsinnig konzentriert sein. Man muss in der Kürze der Zeit, also zwischen den Takes, ist ja nicht mal eine Minute Zeit, musst du verstehen, was die Cutterin von dir will, was der Tonmensch von dir will, was die Regie von dir will und das eben so schnell wie möglich umsetzen, damit beim nächsten Take alles bitte schön auf den Punkt zusammenkommt. Und nicht nur eins davon, sondern alle drei haben mit ihrer Kritik Berechtigung. Ein bisheriger Höhepunkt deiner Karriere? Also besonders stolz, das ist jetzt gar nicht, würde ich sagen, eine spezielle Rolle oder irgendwie sowas, sondern das ist tatsächlich zu sehen, dass nach so, so vielen Jahren die Kollegen sich immer noch auf mich freuen. Also das ist schön zu spüren, ins Studio zu kommen und zu merken, dass die sich sagen, wird ein geiler Tag heute. Weil ich bereite mir damit natürlich auch eine sehr angenehme Atmosphäre. Weil dann fühle ich mich wohl, dann habe ich Vertrauen und dann kann ich alles aus mir rausholen. Und wenn der Regisseur oder die Regisseurin hinten auch noch daran interessiert ist, also Sachen aus mir rauszukitzeln, weil sie mir das zutrauen und ich sie dann auch liefern kann, ja, was Schöneres gibt's nicht.
Mit welchen deiner Kollegen hast du besonders gerne im Studio gearbeitet? Also ich habe eine ziemlich lange Serie zusammen mit Tanja Geke gemacht. Und Tanja Geke war weit vor mir schon, glaube ich, in der Branche unterwegs. Das hat mir sehr geholfen, also weil wir unsere Dialogszenen tatsächlich immer zusammen aufnehmen durften. Das war sehr schön. Da konnte ich mir eine Menge abgucken. Da habe ich auch nochmal ein Gefühl dafür bekommen, wie angenehm es ist, in seiner, ich sag's jetzt mal so trocken, in seiner Indifferenzlage zu sprechen. Also in der Stimmlage, die man tatsächlich hat, wenn man um die Dinge weiß, wenn man eine Sprechausbildung hat. Ja, also was, ja, nicht so was Quiekiges und dass es eben nicht darum geht, das Original irgendwie so ins Deutsche rüberzuholen, sondern das Synchronisieren auch bedeutet, ähnlich wie in der Musik, dass man Sachen auch transponiert, dass ich nicht, wenn das Original eben die Treppe runterkommt und sagt, oh mein Gott, dass ich das im Deutschen eben nicht da oben machen muss, sondern dass auch das Deutsch bedeutet, zu sagen, oh mein Gott. Und trotzdem passt es aufs Gesicht, aber es ist eine andere Tonlage, weil das ist bei uns nicht so geläufig, so sprechen wir eben nicht. Und abgeguckt, naja, klar, Stefan Friedrich, Kiki Pan, David Nathan, Holla die Waldfee, da auch ganz speziell bei Hörbüchern auch. Ne? Ja, da sind schon echte Granaten unterwegs. Wo ist der Unterschied zwischen Synchron und Hörbuch? Naja, Synchron ganz praktisch, da ist jemand, der mir ganz konkret vorgibt, was ich zu machen habe, an den ich ranreichen muss. Und im Hörbuch bin ich so gefühlt mein eigener Herr. Da gibt es zwar eine Regie, aber eigentlich habe ich die Entscheidung vorher getroffen, wie ich das Buch lese. Und meistens kann man davon ausgehen, wenn der Verlag sich für mich entscheidet, dass ich das Buch lese, dann haben die auch schon im Ohr, was ich draus mache. Denn die kennen mich ja jetzt über Jahre. Und der Regisseur kann dann nochmal zwischendurch ein paar kleine Stupser geben im Sinne von, ey, vergiss mal das nicht mit anzupudern oder vergiss auch das nicht auf dem Schirm zu haben, mit reinzubringen. Aber da kann ich vom Leder ziehen, da kann ich machen, was ich will. Da bin ich nicht so weisungsabhängig beschäftigt, ne? Und wenn ich eben die Entscheidung fälle, gerade in Kinderbüchern, die ich sehr oft lese, dass ich jeder Figur eine andere Stimme gebe, damit das so plastisch wie möglich für die Kinder wird, dass die vergessen, dass ihnen jemand da etwas vorliest und erst recht vergessen, dass es nur einer ist, der das vorliest, und die Figuren schon anhand ihrer Stimme zu erkennen sind und man weiß, ah, jetzt spricht die Giraffe, oh, jetzt ist der Affe wieder dran. Das ist natürlich, ja, da fühle ich mich sau wohl. Ne? Also dann kann ich so richtig dem Affen Zucker geben. Eine witzige Anekdote zum Schluss? Eine witzige Anekdote, ja. Habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit erst aufgeklärt. Und zwar meine erste Kussszene am Mikrofon. Meine Fresse, ich wusste nicht, wie man das macht, sagt einem ja auch keiner. Ich hatte mich gerade in Timo Niesner verliebt, der neben mir stand, mit dem hatte ich diese Kussszene, und drehte mich zu ihm und hatte schon die Augen geschlossen und hatte schon die Lippen gespitzt. Und auf einmal hörte ich, was er da so tut, und machte so ein Auge nach dem anderen auf, guckte darüber und dachte, hä? Und sah, wie er diesen machte, ne, so. Und dachte, nein, bitte, Fußboden, geh auf und friss mich. Ist das peinlich? Und ich hatte, glaube ich, so einen Kopf. Und der Effekt war natürlich, dass ich selbst Jahre später, wenn ich Timo auf dem Flur begegnet bin, dass ich immer wieder diesen Kopf bekam. Und habe es ihm also vor kurzem erzählt und habe gesagt, Timo, du musst nur wissen, was damals passiert ist. Ich glaube, du hast es gar nicht mitbekommen, aber ja, und damit war es dann aber auch vom Tisch. Und seitdem geht's mir besser.